Moin Leute, hier zurück bei FC 24 mit dem kleinen punktlosen Spiel hier. SV Werder Bremen gegen 1. FC Union Berlin. Wir spielen im Weserstadion am 28.10.2023 um 15.30 Uhr. Anpfiff, Übertragung findet auf Sky statt. Das mal so gleich am Anfang. Spielt der 14. Werder in der Tabelle gegen den 15. in der Tabelle und ist der Spieltag 9. Das heißt, beide Mannschaften stecken eigentlich in einer Krise, würde ich mal so sagen. Also kann man nicht anders sagen, ja. Werder spielt jetzt nicht irgendwie auf gut Deutsch scheiße, aber sie spielen halt nicht gut. Das reicht ja schon halt, um den Klassenhalt zu gefährden. Leider, Moment. Ist das Problem bei Werder die Abwehr. Die Abwehr ist absolut grottenschlecht, kann man nicht anders sagen. Ich finde, das Mittelfeld ist okay, der Sturm ist auch okay, aber die Abwehr ist leider richtig schlecht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da muss Werder auf jeden Fall noch in der Winterpause, würde ich mal sagen, noch mal was nachkaufen. Auf welcher Position kann ich es gar nicht genau sagen, weil ich bin der Meinung, die wuscheln da alle irgendwie chaosmäßig rum, wenn es da ein bisschen Druck gibt in der Werder-Abwehr. Aber ne, da muss auf jeden Fall noch mal irgendwas kommen. Und wir hoffen einfach mal drauf, dass Werder jetzt gegen Union hier nicht komplett sich blamiert und wieder Union wieder Aufschwung gibt und wieder hier ein Punktelieferant wird, sondern dass Werder hier schön im Weserstadion mal richtig mal zeigt, dass sie doch mal ein bisschen mehr spielen können. Und und auch mal wieder so spielen, dass man da Bock drauf hat. Werder ist aber gerade auch verletzungsgeplagt. Pavlenka kam aus dem Länderspiel verletzt zurück. Keita ist eben noch verletzt. Ich weiß gar nicht, wer noch alles verletzt ist. Es sind einige verletzt, leider. Und wie es jetzt gerade aktuell aussieht mit dem Kader, weiß ich nicht. Kann ich gar nicht direkt sagen. Aber wir hoffen einfach darauf, dass Werder, wie gesagt, das hier hinkriegt und mindestens einen Punkt holt. Also ich gehe eher von Unentschieden aus, weil beide Mannschaften gerade nicht gut drauf sind. Ja. Union hat zu Hause 0-3 gegen Stuttgart verloren. Stuttgart hat gerade einen richtig guten Lauf, kann man nicht anders sagen. Aber Union ist halt nicht so gut. Das muss man dazu auch sagen. Und wenn Werder jetzt hier wieder anfängt, den schlechten Leuten oder schlechten Teams wieder Punkte zu geben, ja, also die Niederlagen jetzt in Dortmund, die 1-0 Niederlagen in Dortmund ist noch zu verkraften, finde ich, die haben sie auch gar nicht so, schlecht gespielt, würde ich mal sagen, aber auch nicht gut. Ich meine, das 1-0 von Brandt von Dortmund war auch wieder richtig schwach. Da lassen sie ihn einfach durchlaufen. Die gucken einfach zu, wie Brandt dort einfach hinter zwei Werder-Spielern läuft und sich den Ball einfach geben lässt und dann haut er das Ding einfach rein. Zack, bumm, Werder verliert. Ja, super Sache, macht richtig Bock dann immer zuzugucken bei Werder. Oh. Ui, ja, schade. Und das ist dann halt immer nervig. Zudem sind natürlich die Niederlagen gegen Darmstadt und gegen Heidenheim mit 4-2 auch richtig übel. Kann man nicht anders sagen. Ja, richtig übel. Richtig mies. Oh, schade. Geht gar nicht. Kann man so nicht stehen lassen. Und dann haben sie gegen Mainz in 4-0, haben so einen kleinen Befreiungsschlag und dann war es das wieder, ja. Und mit 6 Punkten in der Tabelle nach dem 9. Spieltag ist das mal einfach gar nichts. Muss man ganz ehrlich sagen, ist es einfach mal gar nichts. Und da muss Werder einfach nachliefern. Bei Union sieht es nicht besser aus. Die haben auch 6 Punkte, haben aber noch ein schlechteres Torverhältnis als Werder. Aber trotzdem geht es so nicht. Also keine Chance. Als Werder-Fan darf man halt auch mal sagen, dass Werder da absolut nicht gerade die erste Liga-Qualität hat, würde ich mal sagen. Und einfach da ein bisschen mehr hinkriegen muss. Baumann hat da so ein paar Ausreden im Interview gesucht, so nach dem Motto, es sind ein paar Leute weggegangen in der Vorbereitung, fehlten dann so ein paar Leute, bla bla bla, bla bla bla. Ja, aber so eine Ausreden, die will keiner hören. Man kann einfach auch sagen, Werder hat einfach nicht genug Kohle, um geile Spieler zu verpflichten oder zu halten. Und Werder braucht Kohle, um halt den Verein am Leben zu halten, weil sonst gibt es Lizenzentzug. Ja, Werder ist halt hoch verschuldet, ne? Um die 33 Millionen sind sie verschuldet, darf man nicht vergessen. Das ist nicht gerade wenig für einen kleinen Club wie Werder. Das muss man dazu sagen. Es ist echt ganz schöner Brocken an Kohle, die da halt noch nicht wieder zurückgezahlt wurde. Und ja, mit Zinsen müssen wir auch mal gucken. Aber Werder hat Glück, dass sie die Verschuldung in der Zeit gemacht haben, wo die Zinspolitik noch sehr schlecht war. Dementsprechend müssen die halt wenig Zinsen zurückzahlen. Aber sie haben eine Anleihe rausgehauen. Oh, da hauen die ja selber 6% Zinsen raus für die Werder-Anleihe. Das ist natürlich auch damit schon viel gewesen, aber anders ging es wohl nicht. Da haben sie natürlich sonst keine Käufer gefunden. Aber, wie gesagt, wir probieren einfach, damit klarzukommen als Werderaner und hoffen einfach, dass Werder hier mindestens unentschieden rausholt. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren hier und schauen, was Sache ist. So,
KI ist übrigens auf Profi gestellt, ne? Darf man nicht vergessen. Das heißt, so schlecht ist die nicht, die KI. Und aktuell haut Union auch gut dazwischen und hält auch gut gegen. Also kann man nicht anders sagen. Das muss man einfach mal so zugeben. So. Oh, das war schon wieder weg. Ich glaube es nicht. So, ich würde ganz gerne noch mal ein Tor schießen vor der Halbzeit. Das wäre schon ganz geil. Aber man sieht es eher hart danach aus, dass ich es nicht schaffe. Oder vielleicht doch. Komm, lauf, 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 lauf. Oh, zu langsam. Doch nicht. Ah, ich bin durch. Nein! Ich hätte schießen sollen. Ich wollte noch Pass spielen. Nein, 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 nein. Lass das. Ich habe es nicht gesehen, dass einer stand. Ja, das Problem ist, ich komme auch gerade frisch von der Arbeit. Und dementsprechend habe ich eh gerade so ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten. Aber das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Und live kann der Spieler nicht sehen, weil ich da unterwegs bin. Oh, komm. Aber ich habe auch schon gehört, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, auch die eine Dauerkarte haben. Die haben auch gesagt, sie gehen nur ins Weserstadion, nicht um unbedingt Werder zu, anzuschauen, sondern sich einfach mit Kumpels dazu treffen und danach noch woanders hinzugehen. Ja, ist schon so ein bisschen, ist okay irgendwo, ne? Aber als Werder-Fan ist das natürlich auch geil, dass man halt nur noch ins Stadion geht, um einen Kumpel zu treffen, weil das Spiel einfach komplett ab und zu an einem vorbeigeht, weil das einfach zum Teil dann anstrengend ist zuzugucken. Naja. Oh ja, komm, ey, da hab ich komplett umgebämmt da. Das ist doch wohl ein Foul, Schiri, ey. Das ist doch wohl ein Foul. Geht ja gar nicht, jo. Na, die KI hält echt gut mit, also kann ich anders sagen, ey. Das ist auf jeden Fall krasser gerade. Hab ich gerade wieder gepennt. Oh, so, Halbzeit. 0-0. Es kann auch 0-0 werden. Das ist auch so. Dann lass es aber so stehen. Wie gesagt, für mehr habe ich eh keine Zeit, ihn zu spielen. Dann ist das so. So, Spielinfo mal kurz mal hingucken. Nur einen kurzen Blick drauf werfen. Sieht sehr ausgeglichen aus, würde ich sagen, oder? Ja, sehr ausgeglichen. So, weiter geht's. Mal gucken, wie das Wetter morgen im Weserstadion ist. Oder allgemein in Bremen. Bestimmt richtig regnerisch und übel. Herbstmäßig. Dann ist ja noch von Samstag auf Sonntag Zeitumstellung. Darf man auch nicht vergessen. Aber das interessiert ja erstmal fürs Spiel nicht. Aber so allgemein, ne? Ist Zeitumstellung. Ja, er nimmt mir die Pille einfach so weg. Ich habe auf Dribbeln gedrückt. Oh. Ich habe auf Halten gedrückt, dass er die Pille hält. Oh Mann, du. So, es sind einfach zu wenig Leute vorne, die ich anspielen kann. Ist ein bisschen mies. Ich muss immer auf den Ball treten und warten, bis jemand nachkommt. Das ist echt nicht gut. So, jetzt vielleicht. Freischuss fällt. Oh. Mist. Mist, Mist, Mist. Das war wieder eigentlich ein guter Angriff, aber wieder versagt. Oh, oh, oh. Alter, wie die mich einkesseln hier, ey. Du bist Mann, ich komm da gar nicht durch. Also keine Chance. Keine Chance, kann machen, was ich will. Richtung. Kleine Flanke hier. Ja, ja, ja. Nee, nee. Das wird. Oh, vorbeigelaufen. Ich hab noch schnell gedrückt gehabt, hab ich's gebracht. Ja, der ist drin. Ja, geil. Ich hab den Namen immer noch nicht richtig drin. Ach doch, Duxch. Ach, Duxch. Ah, Duxch. Herzlichen Glückwunsch, Duxch. Ja, 1-0 für Werder, so kann's gehen. Andy Marini ist schon abgeledert hier. Kabum. Wunderschönes Tor.
Das ist aber nicht Durksch. Nee, Kovnacki, oder wie er heißt. Der Neue aus Düsseldorf. Glaube ich, war richtig, glaube ich, ne? Habe ich es richtig gesagt? Ich hoffe schon. Wenn nicht, sorry dafür. So unter bewandert bin ich jetzt nicht hier, Werder kadermäßig. Das sind einige Leute, die kenne ich gar nicht mehr richtig so. Pavlenka hält! Pavlenka hält, du! Unser Held, der Pavlenka. Los, Pavlenka. Ja, geht doch. So, ein bisschen Zeit schinden. Das Fehlpass machen, auch gut. Nein, natürlich nicht. So, mal gucken hier. So, alle rennen sie los irgendwie, aber lassen sich komplett einmal decken, komplett. Ja, geil! Was war das denn für ein Move, ey? So, dann gehen wir wieder übers Mittelfeld hier. Nein, so natürlich nicht und so überhaupt nicht. Ey, so geht das gar nicht. So kriege ich Plack, aber wirklich viel. Oh, ich muss immer einen Schritt zurück machen, ey. Das ist echt nervig. Oh, nicht schon wieder, ey. Die haben echt sofort den Fuß dazwischen. Schon. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Durchgehen einfach. So, dann pass mal eben kurz mal durch. Ich schieße einfach, oder? Einfach mal raufgeklopft hier. So kann es gehen. Wer dafür 2-0, meine Damen und Herren. Und das Stadion, das Wohnen West Weserstadion tobt. Na gut, das war jetzt auch einfach raufgeknüllt, ey. Egal, hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Ein schlechter KI-Torwart, ne? So, Stage getroffen. Sehr schön. Er ist on stage. So, jetzt halten wir das Ding aber auch hier hinten sauber unseren Kasten, hoffe ich mal. Weggeluchst hier. Machen wir jetzt, haben wir auf Ball, um Ball treten. Oben läuft doch einer, machen wir doch mal hier. Los geht's weiter, los. Ball treten, das ist ja wieder. Doch. Geht ja gar nicht, du. Ja, wir sollten nicht sein mit Weiser. Sollte nicht sein. Zu lange gelaufen gedrückt. Passiert. So, noch ein paar Minütchen hier. Auf dem Tacho. Oh, ist hier nix. Da sind wieder zu viele Rote hier und zu wenig Grüne im Mittelfeld. Schon wieder Wurst. Oh. Pavlenka hält das Ding wieder. Ja, doch, kann's gehen. Oh. Anschlusstreffer. Da habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ich habe noch lange kein Kopfballtor gesehen im FC24, glaube ich. Gucken wir uns mal kurz an. Ja, gut, da kannst du nichts machen. Die Sonne stand auch zu tief für Pavlenka, sieht den Ball nicht. Ja, wir kennen es ja als Torwart, ne? Kennen wir das ja. So. Tja, kein Werderaner kommt mit, keiner Bock. Dann dümpel ich halt ein bisschen rum und probiere irgendwie irgendeinen zu finden. Ach komm, na, zieh doch mal ab da. Oh, schade. Duxch ist ja bekannt für sofortiges Abschießen, wollte ich gerade sagen. Sofort losballern aufs Tor. Aber leider soll es nicht sein. So, jetzt müssen wir jetzt 2-1 aber noch halten hier. Sonst wäre doof. Komm.
Entwicklung. Ja! Nein! Oh, verdammt, der hat viel zu locker geschossen. Naja, Ecke und Feierabend, hoffe ich mal. Oh, da ist eine Kopfballtour angesetzt. Habe ich noch den Ball noch? Nein. Abpfiff, alle buhen schon. Abpfiff, Abpfiff, buh, Abpfiff, buh. So, Werder gewinnt 2-1 zu Hause. Kann sogar funktionieren, das Ergebnis. Mal gucken. Ich gehe eher vom Unentschieden aus, aber wir freuen uns hoffentlich morgen, dass Werder gewinnt. Weil dann sind wir zumindest mal wieder ein bisschen in Richtung Mittelfeld der Bundesliga. Ja, so kann es gehen. So haben wir gewonnen. Das ist schon mal schön. Ja, gucken wir nochmal Spielinfo an. Und dann sind wir auch raus. Danke fürs Zusehen. Danke für den Support. Bis zum nächsten Mal hier bei FC24. Und viel Spaß im Werder-Spiel gucken. Tschüss.